Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Es sieht schon wieder richtig, richtig geil aus hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir die Folge machen. Ich gehe wie immer sehr spontan an die Geschichte, aber wir müssen mal gucken. Ich glaube, unsere Mörlis könnten... Ah nein, die sind ja schon fertig, genau. Und ich wollte eigentlich bloß mal gucken, ob die irgendwann verwelken. Aber mittlerweile sind sie eigentlich fast alle gleich hoch. Die hier sind ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht, ob der Stein zu viel... Das ist ein bisschen kleiner, ne? Naja, minimal. Weiß nicht, ob der Stein hier ein bisschen Schatten wirft, so wie gerade. Dass die weniger Licht abkriegen oder ob das einfach generell was mit der Bodenhöhe zu tun hat. Was soll's, wir ernten uns jetzt erstmal die Möhrchen ab, hauen hier wieder ein paar rein. Dass wir davon genug haben. Und dann gucken wir mal, was der Metallstand so aktuell macht. Wie es da aussieht. Mit unserem Eisen. Und vielleicht gehen wir nochmal in die Krypten. Oder wir reisen noch mal ein bisschen mit dem Boot, aber ich glaube, eher Boot heben wir uns noch ein bisschen auf. Wir haben die letzten Folgen eigentlich genügend Erkundungsmissionen gemacht. Das können wir uns für später noch aufheben. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Eisen wir haben. Ist schon wieder ein paar Tage her. Ich hatte hier etwas vorproduziert. Wir haben gar keinen Flug einstecken. Und deswegen müssen wir hier erstmal schauen. Wir gucken mal. Metall. Was haben wir? Wir haben ganze 6 Eisen. 3 Zinn. Wir haben auch keine Erze oder sonstiges mehr. Wir haben ja aktuell 2 Eisenrüstungsteile. Richtig? Richtig. Wir haben Helm und wir haben die Eisenschuppenrüstung. Das heißt, der Beinschutz muss früher oder später mal noch kommen. Warum ist mein Flug nicht in Werkzeug drin? Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Habe ich das irgendwo mal hier hinten alles reingeworfen? Ah, hier ist er doch. Sehr gut. Ich dachte schon, wir suchen jetzt eine halbe Stunde lang. Erstmal nach dem Flug. So, was machen wir? Wir hauen hier Karottensaat rein. Damit hier auch wieder genügend rauskommt. Oh, ich hoffe mal, ich habe die nicht zu eng gebaut. Die beiden dort bestimmt, aber hier drüben war auch relativ eng beieinander. Ich versuche mal größere Abstände einzuhalten. Eine noch dort? Jo. Keine Ausdauer mehr. Wahnsinn. Aber wir sind auch nicht wirklich gerade gut belegt, was das Essen angeht. Ach, wir haben nicht mehr. Okay, na, das ging ja relativ fix. Wir sammeln mal noch eben die Kohle hier oben ein. Was haben wir noch dabei? Wir haben den gesunden Met dabei. Heiltechnisch sieht es gerade gar nicht mehr so gut aus. Und hauen hier die Kohle mit rein. Dann lasst uns mal eben schnell alles reparieren. Da, nicht hauen. Weiß nicht, reicht uns das an Pfeilen? 44 Stück? Ja, ich glaube schon. Komm, wir machen... Achso, wie sieht's denn Essens? Wir hauen erstmal wieder Essen nach. Wir machen jetzt nochmal die Krypten. Auch wenn es mir hier eigentlich gerade gut gefällt. Und die Nase schon wieder krabbelt. Weil gerade schönes Wetter ist. Aber was wollen wir sonst machen? Auf Bootstour machen wir die Tage mal noch. Das hat Zeit. Ich würde jetzt ganz gern erstmal noch unser letztes Teil bekommen. Den Beinschutz. Dass wir uns dann demnächst auch mal an den Knochenwanst rantrauen können. Bin echt mal gespannt, wie das wird. Der soll mega, mega hart sein. Ich hab's schon mal gesagt. Ja, mal schauen, ob wir das beim ersten Mal hinkriegen. Ich hoffe sehr, weil der eine Tod letztes war wieder so dumm, als wir ertrunken sind. Wir können eigentlich mal Eiktür draufhauen. Deswegen würde ich sehr ungern nochmal sterben. Unsere Fähigkeiten werden so nie auf die 100 kommen. Wenn es so weitergeht. So, hier rüber. Ja, wir farmen jetzt noch so viel Eisen ab, dass wir auf jeden Fall das Ding noch hinkriegen. Den Beinschutz. Da müssen wir mal schauen. Für den Knochenwanst war ja eh gesagt, wir sollen hier so eine zweihändige Waffe nehmen. So ein Hirschzertrümmerer scheint wohl das Beste zu sein. Das heißt, wir brauchen noch nicht unbedingt ein Eisenschwert.
Und dann können wir ja mal schauen. Ich glaube, medtechnisch sehen wir ganz gut aus. Wir haben auf jeden Fall Giftmed, wir haben Ausdauermed, wir haben Gesundheitsmed. Wir müssen mal noch gucken, ob wir die stacken können. Aber ich denke, das müsste funktionieren. Jo, und dann probieren wir es einfach mal. Dass wir hier ein Stück vorankommen, dann kommt als nächstes die Berge, die kalte Region. Dann müssen wir nochmal dafür ein Med brauchen. Ah, Schlundegel, Schlundegel, Schlundegel. Wirklich die kleinsten Biester im Spiel, aber einfach die heftigsten. Ja, dann kommen, glaube ich, die Berge als nächstes Biom. Dann können wir die mal noch erkunden und wir müssen natürlich auch früher oder später mal unbedingt noch die Basis ein bisschen erweitern. Ein Häuschen hätte ich halt auf jeden Fall noch gerne. Nein, nein, Schlundegel, Schlundegel. Geh bloß weg. Hinterm Baum verstecken. Alter, man sieht die aber auch immer so schwer. Ja, ein Häuschen hätte ich auf jeden Fall noch ganz gerne in der... Oh, da ist einer. In unserer neuen Basis. Ah, und ein Schlundegel. Hä, warum habe ich das Schild nicht ausgerüstet? Verdammt. Ich wollte gerade perfekt blocken und dann sehe ich, ich habe das Ding gar nicht. Kommt der nächste, wenn ich hier rumlaufe, kommt der Schlundegel. Wir müssen mal eben eine Sekunde warten. Obwohl, wir können ihn ja auch schon mal ein bisschen vorab. Hä? Hat denn der jetzt daneben geschossen, bitte? Nein! Ich bin dumm. Ich habe doppelt die Seitentaste gedrückt. Weil ich noch voll im Outriders-Modus bin und zur Seite rollen wollte. Aber das funktioniert hier ja nicht auf diese Art und Weise. So, wo ist der Schlundegel? Keine Ahnung. Ich glaube, da drüben habe ich ihn kurz gesehen. Jetzt könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen. Nochmal zwei, mitten im Wasser. Ah, der eine hat uns schon gesehen. Ah, ich hätte mir mal markieren können, welche Dungeons wir schon durchgearbeitet haben. Bin mir nämlich gerade gar nicht so hundertprozentig sicher. Hatten wir den hier schon? Also komplett für Quersch, also die andere Richtung steht? So mitten im Wasser? Ich glaube nicht, oder? Wir hatten auf jeden Fall die ersten beiden vorne. Ich glaube, das war der und dann da hinten noch einer. Achso, die Tür ist zu, ne? Ich glaube, das heißt so viel wie, wir waren noch nicht drin. Wollen wir uns mal so ein Ausdauermed reinknallen? Ach nee, das ist ein gesunder Med. Entschuldigung. Können wir aber auch machen. Boah. Komm drauf, prügeln. Ah, wir sind mittlerweile wirklich ganz gut gewappnet für die Dudes. Und direkt ein riesen Schrotthaufen. Sehr cool. Sechs Stück hatten wir noch, hatte ich gesagt. Also brauchen wir unbedingt noch 14 Eisen. Und wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen nochmal den Uralten markiert. Da bin ich echt gespannt, ob wir den nochmal besiegen können. Kommt dahinter was? Nö. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal angucken, aber der war ja relativ weit weg. Vielleicht schaffen wir das irgendwie mit einer kleinen Bootstour zu verbinden. Das wäre natürlich das Allerbeste. Da ist noch ein Stück und ich höre schon wieder einen. Au, von hinten. Wie denn das? Hä? Wo kam denn der jetzt her? Geht hier noch irgendwo eine Tür lang? Ach, hier geht's gleich rechts. Hä? Hab ich irgendwie gar nicht wahrgenommen. Direkt den Schrotthaufen gesehen und war erstmal abgelenkt. Ist hier auch noch ein Spawner oder? Oh, eine Elite. Ah, wir müssen hier mal ganz unbedingt diesen scheiß Spawner wegkriegen. Nein, ich habe keine Ausdauer mehr. So, jetzt haben wir's. Ja, das wäre ja witzig geworden. Stellt euch mal vor, wir wären da vorne im Kampf gewesen und hier kommen auf einmal von hinten die ganzen Trogger und noch eine Elite an. Ich sollte besser aufpassen. So, jetzt haben wir... Ah, Knochenwanst. Wir haben es. Cool. Alter, der... Hört doch schon wieder was. Hau bloß ab. Der ist auf jeden Fall noch mal ein ganzes Stück weit weg. Weiß nicht, das Wasser geht ja aber hier so lang. Vielleicht schaffen wir es ja hier. Bootstour...
einmal hier so um den Bogen herum. Oder ging's hier durch? Ja, hier war Wasser, ne? Ja, hier kommen wir raus. Mal hier einmal drumrum. Mal in die Richtung machen, dann haben wir zumindest auch ein Ziel. Sehr schön. Und den Uralten ja auch noch. Ich glaube, die warten alle hier dahinter. 20 Eisen in der Kiste. Wie geil. Jetzt sind wir halt bloß überladen, aber ey, cool. Ja, das Spiel ist auf unserer Seite. Ich freue mich. Was hauen wir denn jetzt weg? Wenn jetzt hier so ein Vieh ankommt, haben wir echt ein Problem. Wir haben 6 Kilo zu viel. Was wiegt denn das? 4 Kilo die Innereien. 1 Kilo die Trophäe. Knochen würde ich ganz gerne mitnehmen. Das wiegt fast nichts. Ah, ich weiß nicht, was ich wegwerfen soll. Hilfe. Ah, wir hauen mal die Innereien raus. Dann hauen wir mal die Trophäe weg. Wiegt 0,4. Bernstein ist halt wertvoll, wiegt aber auch nicht viel. Sind das normale Pfeile? Was wiegen die? Gewicht 4,2. Wir brauchen noch 1 Kilo. Naja, dann hauen wir ein paar normale Pfeile weg, oder? 5 wegwerfen? Ja. Dann müssen wir doch erstmal zurück, war? Ja, eine kurze Exkursion sozusagen. Aber geile Sache, 20 Eisen, damit hätte ich nicht gerechnet. Wir hatten ja schon ab und zu mal was gefunden, aber meistens nur, keine Ahnung, 3-4 Stück oder so. Ja, das ist natürlich cool. Ich muss mir mal den noch eben fix markieren. Oh, ich hoffe nicht, dass jetzt irgendein Schlundegel bei uns hinter uns lauert. Dungeon nicht fertig. So. Dass wir das auch wissen. Nicht, dass wir hier ein paar Mal reinrennen. In irgendwelche Dungeons, die wir schon lange komplett ausgenommen haben. So. Auf geht's zurück. Ja, ist ja perfekt. Also wie viel Glück kann man haben? 20 Eisenschrott. Und wie viel haben wir noch gesammelt? 2 hatten wir bisher bloß, aber reicht ja trotzdem vollkommen aus. Also können wir uns jetzt schön das alles in den Schmelzofen werfen. Und dann machen wir uns noch unseren Beinschutz. Und haben eine komplette Eisenrüstung. Cool. Das Eisenschwert würde ich natürlich früher oder später auch noch machen. Bloß für den Knochenwanz bringt es uns halt so gut wie gar nichts. Ah, scheiße, wir sollten vielleicht nicht mit 0 Ausdauer in einen Skelettkampf gehen. So. Na, ich kann eh nichts aufnehmen von euch. Deswegen hat das Eisenschwert erstmal noch ein bisschen Zeit. Aber so haben wir den kompletten Schutz. Dann gucken wir nochmal, was der Hirschzertrümmerer gekostet hat. Oder ob wir da vielleicht doch schon was Besseres bauen können, obwohl ich halt gelesen habe, der Hirschzertrümmerer ist wohl für Knochenwanz das Nonplusultra. Wir schauen mal. Dann können wir mal gucken. Wir könnten eigentlich auch hier raussegeln und mal zu dem Uralten schauen. Ich denke mal, Samen haben wir noch genug einstecken. Und wenn der jetzt nicht irgendwie mit unserer Ausrüstung mitlevelt, was ich nicht glaube, dann müsste der ja wirklich Pipifax werden für uns. Generell sind wir mit den Bossen bisher echt gut durchgekommen. Alles beim ersten Versuch, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube schon. Ach, was sammle ich die denn ein? Ich hoffe mal, beim knochigen Wanst wird das genauso werden. Dann haben wir schon den dritten Boss besiegt, wenn wir den erlegt haben. Dann werden wir hier die Base noch ein bisschen verschönern. Wie gesagt, ein so richtiges Haupthaus hätte ich halt ganz gerne noch. Dass wir das Häuschen hier wirklich komplett wie so eine Werft machen. Eventuell nehme ich die zweite Etage sogar nochmal raus. Wir machen uns das auch so, was ich in einer der letzten Folgen mal erwähnte. Dass wir uns so ein Schiff, so ein Boot an die Decke hängen. Sieht natürlich mega cool aus. Wir müssen hier unbedingt mal noch das Dach bearbeiten. Das sieht echt nicht schön aus. Aber ich fange halt immer mit 1000 Sachen an und vollende sie nie. Deswegen kommt dann sowas bei raus. So, wir wollten den Eisenschrott einmal hier in den Schmelzofen werfen. Kohle ist noch drin. Dann hauen wir hier erstmal 10 Stück rein, holen uns noch ein bisschen Kohle von vorne. Wollte ja eigentlich auch mal noch eine Kiste hinstellen, wo wir den Schrott immer zwischenparken können, weil ich glaube, na gut, 10 Kohle werden keine 100 Kilo wiegen.
Es wird schon gehen. Oder 9. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Einfach mal direkt 22 Eisen in, keine Ahnung, einer Viertelstunde mit hinlaufen und zurück. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Pilze können noch weg. Das haut alles hin. Ja, dann können wir das in Ruhe brutzeln lassen. Jetzt lasst mich mal überlegen, was macht man in der Zwischenzeit? Möhrchen haben wir gepflanzt. Wir haben zwar auch noch Samen einstecken, aber... Also nicht einstecken, aber im Lager. Aber ich würde sagen, wir können in der Zwischenzeit, dann müssen wir mal eben das Erz wieder wegwerfen. Einmal das hier rein und wir gucken nochmal bei Früchtchen. Nehmen die Himbeeren noch mit, dann machen wir uns nochmal schnell in die alte Basis. Dass wir Schweinchens mal wieder füttern und generell mal gucken, wie es dort so aussieht. Wir können auch mal wieder durchzählen. Ich hatte einmal 13 gezählt und ich glaube dann nochmal 14. Es war, glaube ich, eins mehr. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es ist nicht wirklich mehr geworden. Hier gibt es 19 Himbeeren. Haben zwei oder drei Schweinchen Glück, können ein bisschen mehr knabbern. Ah, die Sonne blendet schon wieder. Und wir können hier nochmal gucken. Ist unser Met fertig? Oh, war anscheinend schon fertig. Ah, wir brauchen Holz. Haben wir irgendwo Holz? Natürlich kein normales. Geht das eigentlich auch mit Edelholz? Nicht Edelholz da reinwerfen? Ich glaube nicht, oder? Wohl brennen müsste es ja auch. Nö. Dann haben wir das auch mal geklärt. Ja, ich glaube, wir haben kein Holz hier. Hier vorne noch so ein Stammdings liegen, auch nicht. Hier in der Kiste noch irgendwas versteckt. Ich glaube nicht, die sind alle leer, ne? Ja, leider. Na gut. Dann können wir jetzt nochmal zur Werkbank und gucken, was der Hirschzottrümmerer gekostet hat. Und zwar, wo haben wir ihn? Der Sprecher, Entschuldigung, ich habe es immer falsch genannt. Das Ding macht hauen 20 Schaden. Was haben wir denn noch in der Richtung? Ich glaube hier soweit gar nichts, aber eventuell an der Schmiede. Also 20 Schaden kostet ein paar Trophäen. Das ist okay. Und an der Schmiede... Hier der Streitkolben. 55 Schaden. Kostet auch wieder 20 Eisen. Verdammt. Was macht der Prong? Der macht 35. Ah, aber eigentlich wäre es schon ganz gerne perfekt ausgerüstet, wenn wir da hingehen. Also wird es wohl doch der Streitkolben werden. Das wäre schon wahrscheinlich eine Nummer besser. Also 20 Eisen, wir hatten jetzt 22. Ich wollte eigentlich gerne noch den Beinschutz haben. Das heißt, es fehlen uns noch ganze 18 Stück. Schwierig. Würde sagen, die Folge ist sowieso gleich vorbei. Lese mich nochmal, ob das mit dem Hirschzottrümmerer wirklich gut klappt. Ich habe das zwar so gelesen, aber es ist auch schon wieder einige Monde her. Deswegen würde ich da lieber nochmal auf Nummer sicher gehen. Wenn ich jetzt wirklich lese, hey Leute, das passt, geht mit dem Hirschzottrümmerer auf den Typen, dann machen wir das so, dann nehmen wir die Eisen, die wir jetzt gerade produzieren konnten für den Beinschutz. Wenn ich irgendwo lese, ey, nimm lieber das Eisending. Dann müssen wir wohl doch nochmal in die Krypten gehen. Und dort nochmal ein bisschen Eisen farmen. Vielleicht haben wir ja Glück. Also ich meine, die Krypte war ja noch längst nicht fertig. Ich denke mal, so ein paar Eisen kriegen wir da sicherlich auch noch raus. Und dann haben wir es ja eigentlich auch relativ schnell geschafft, nochmal 18 Eisen zu sammeln. So, wir machen nochmal alles voll mit Kohle. Dann haue ich mich ins Bettchen. In der Zeit kann das hier schmelzen. Wir machen ein Folgenende und dann können wir die nächste Folge damit starten, dass wir das Eisen einsammeln und uns entweder den Streitkolben oder den Beinschutz basteln. Ich bin mal gespannt, was es von beiden wird. Daumen drücken, dass es der Beinschutz wird, sonst zieht sich's wohl nochmal eine Folge länger. So, wir hauen uns hin. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.